Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 Separate Ways. Ja, meine lieben Leute, hier spielen hier Ada Wong. Wir sind hier in Separate Ways. DLC im Remake. Und sehen einen sehr coolen Charakter. Also Ada Wong ist ein cooler Charakter. Wow. Und ich werde... Oh, alles gut. Alles gut. Ich bin sprachlos. Bei vielen Sachen. Oh Gott, ich muss echt ein bisschen... Ja, ich weiß, ich übertreibe ein bisschen. Hier geht's zu wie auf dem Rummel. Was könnte der Grund sein, weshalb wir so nervös sind? Die Tochter des Präsidenten. Kein Zweifel. Schlechtes Timing, würde ich sagen. Bereite dich darauf vor, dass das ganze Dorf infiziert ist. Ich kenne den Bericht. Sollte kein Problem sein. Okay, Wesker weiß auch schon Bescheid, dass die Tochter des Präsidenten halt entführt ist, ne? Ich meine, der weiß bestimmt am meisten Bescheid, ne? Der will ja diesen Bernstein haben anscheinend. Ja, und, wow. Mal schauen, was Ada dazu sagen wird, wenn sie Leon wieder begegnet, ne? Oder wenn sie überhaupt erfährt, dass Leon hier ist. Ach du Scheiße, wir sind hier! Da, wo der Hüttenkampf beginnt mit Louis. Was? Voll. Ihr wisst doch nicht gerade, dass ich hier bin, oder? Nee, das wisst ihr noch nicht. Das wisst ihr noch nicht. Könnt ihr noch gar nicht wissen. Oh. War das klug? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie klug das war. Ich schätze gar nicht. Hallo! Bäm! Oh. Das hat dir gar nicht gefallen. So. Oh, voll gemessert. Okay. Na komm, kommt alle hoch. Wenn ihr euch traut, natürlich. Oh, die kommt wirklich hoch. Bäm! Sag mal. Wow! Sag mal, was ist denn mit dir falsch? Ich kann dich treffen. Tschüss! Oh nein. Bleib unten. Ach Gott, jetzt kommt der doch rum. Der kommt doch nach oben. So ein Scheiß aber auch. Hallo! Nein! Ey, man schickt keine Frauen! Du Arsch! Oh oh, ich muss mich heilen. Scheiße, ey. Man schlägt keine Frau! Der wollte schon wieder schlagen, der Arsch! Nein! Nein! Lass es fein! Alter! Boah! Oh mein Gott! Was? Von wo willst du überhaupt? Keine Ahnung. Kommt alle her! Jetzt kommt Ada Wong! Und bam! Headshot! So. Erledigt. Sehr schön. Das ist doch schön. Alter. Hey, wir sind hier in der Hütte. Im Scheunenkampf. Scheunenkampf vor allem. Warum nenne ich das Scheunenkampf? Das ist einfach nur eine Hütte. Oh, hier sind noch mehrere explosive Fässer. Ich hätte die auch nutzen können, ne? Aber nein, was tue ich? Ich nutze die Umgebung halt nicht so gut, ne? Aber guck mal, jetzt können wir uns doch mal endlich hier ein bisschen umschauen, ein bisschen umgucken. Das konnten wir halt mit Leon halt nicht. Also die Umgebung, ne? Nicht nur Ada. Ah Gott, ey. Das kann was werden, ey. Ja. Oh Gott, das ist gerade echt schlimm. Echt schlimm. Echt schlimm mit mir. Ich bin echt schlimm. Oh, vor allem, weil ich so schlimm und gemein bin und die Rahmen abknall. Also. Hier geht's nicht zur Kirche. Wie, hier geht's nicht zur Kirche? Warum nicht? Muss ja erstmal da. Bitte. Ist das dein Ernst? Also, das ist wirklich ihr Ernst, Alter. Das ist wirklich ihr Ernst. Bam!
Bam. Und bam. Ich sagte bam. Danke. Erwischt. Erwischt. Das ist doch super. So. Dann schaue ich mich erstmal nochmal hier um. Ah, hier geht's auch sogar lang. Okay. Okay. Dann schaue ich mich erstmal hier noch ein bisschen um. Mal schauen, ob es irgendwo noch Loot gibt. Boah, Alter. Ja, hier kann man durch. Oh, hier sind Schweine. Hallo. Hallo, Schweinchen. Hallo. Ja, fein. Feini. Feine Schweinchen. Nein, ich finde Schweine jetzt nicht unbedingt süß. Aber hey, das Schweinchen lebt hier. Friedlich. Ist doch schön. Okay, was... Guck mal, hier ist diese Gondel, ne? Hier ist diese Seilbahn, oder nicht? Die man aus dem Original kennt. Nur, dass man die mit Leon halt nie gefahren ist. Also im Remake halt. Ja. Deswegen. Okay, hier müssen wir nach oben. Ab nach oben mit hier. Wow. Leon, warum bin ich nicht überrascht? Nett, dass du für Ablenkung sorgst. Dann muss ich mir wohl einen anderen Weg zur Kirche suchen. Gut, weiter geht's. Ey, Alter, die sehen sich nach 6 Jahren wieder. Also, okay, die sehen sich ja nicht wieder, aber sie hat entdeckt ihn so, ne? Aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Entweder ist sie wirklich so gefühlskalt, also reagiert gefühlskalt, aber im Innerlichen freut sie sich zu Tode, dass sie ihn wieder sieht. Oder keine Ahnung, also manchmal ist Ada mir echt ein Rätsel, ne? Bisschen schon. Bisschen. Nur ein bisschen. Hallöchen. Mal schauen, ob ich dich kriege. Boah, ich krieg den sowas von. Tschüss. Was ist denn hier? Das ist für eine gelbe Markierung. Oh, sind das wieder solche komischen Rätsel? Oder was ist das? Oder ist das hier einfach nur eine Markierung? Eine fette, große Markierung, dass man hier einfach hochlaufen kann? Hochklettern kann? Wer weiß. Wer weiß das schon. Hat jemand zu viel mit gelber Farbe rumgekleckert? Wie man die hört, ey. Wo sind wir hier bitte? Also, das. Wo sind wir denn bitte? Das ist ein Abschnitt, den kennen wir noch gar nicht. Glaube ich. Also. Oh. Okay, hier sollten wir ein bisschen wieder vorsichtig sein, eventuell. Ja, wir sollten vorsichtig sein. Dann spricht alles ein und das wäre. Wow. Und spricht das ein. Ich wollte schon sagen, hier sollten wir vorsichtig sein, weil sonst bricht alles ein und dann haben wir ein Problem. Deswegen, von daher. Oh Gott! Was willst du? Sag mal! Oh, doch kein Bam. Tschüss! Ich kann nicht helfen! So. Erwischt. Genau. Und rüber! Ja, yeah, Mann. Ah, kein Pistelmodi, das ist ein Tagebuch. Tagebuch einer Dorfbewohnerin. Heute war zum ersten Mal seit langem die Kirchenglocke zu hören. Ihr Läuten ist der Ruf unseres Herrn. Das ganze Dorf versammelte sich vor der Kirche, um den Klang zu lauschen. Unser Herr war liebevoll, wie eh und je. Wir nähern uns einander an und unsere Gedanken werden eins. Er sagte uns sogar, dass die Wunder, die wir hier erschaffen, mit ihrer Pracht schon bald die Welt erfüllen werden. Welch Weisheit, welch Barmherzigkeit! Die Güte Lord Settlers will uns mit dem Heilmittel gegen dieses Wahnsinn segnen. Ich kann es kaum erwarten, bis die Glocke erneut läutet. Okay.
Ah, wirklich wieder hier so ein Rätsel, Alter. Hier, dass ich... Ah, Gott, ey, hätte nicht gedacht, dass wir solche Rätsel hier nochmal bekommen. Aber anscheinend doch. Wir müssen auch dieses Rätsel hier lösen, um die Tür zu öffnen. Yay, sonst können wir nicht weiterkommen. Okay. Oh, was denn hier? Ah, wir können diesen Kult nicht einfach machen lassen, was er will. Kann irgendjemand bitte die blauen Medaillons beseitigen? Sie verunstalten das Landschaftsbild wie sonst nichts. Ja, können wir machen. Auf jeden Fall. Aber erst... Oh nein! Oh oh. Alter, wie viel die abziehen auch, ne? Das ist doch nicht normal langsam. Halt mal dein Maul. Was ist denn mit dir falsch, hä? Da stöhnt er. Okay. Ja, Ada auch. Chris, halt dein Maul. Ja, okay. Das ist ein bisschen schwer zu deuten, welches das sein soll. Keine Ahnung. Obwohl, ich könnte mir doch vorstellen, welches das ist. Ich könnte es mir doch ein bisschen vorstellen. Mal schauen, ob ich richtig liege. Und das sieht halt aus wie ein angebissener Apfel. Und das, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay, können wir mal probieren, ob ich ja ein bisschen richtig liege eventuell, ne? Na. So. Und, was gibt's noch? Welches war es denn noch? Hier, das. Es war richtig! Wow! Geil. Nice. Das war nice. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Da wären wir. Die Kirche. Ja, Mann, wir sind bei der Kirche. Das ist doch nice. Das wird übel. Das wird übel, wenn wir nicht aufpassen. Komm, dich erwische ich. Ganz leise. Oh, mein Messer ist tot. Ah! Oh, die haben mich schon erwischt. Toll. Hallo! Na, du wolltest doch nicht schlagen. Du wolltest doch nicht an der Frau schlagen. Also wirklich. Wo bleiben denn deine Manieren? Alter! Wie viel die abziehen, Mann? Das ist doch nicht mehr normal. Was kann ich herstellen? Soll ich Gewehrmunition herstellen? Nee, Flintenmuni. Obwohl, ich habe keine Flintenmuni. Also lohnt sich das auch nicht. Ich sollte mich heilen. Das ist meine letzte Heilung, mehr habe ich nicht. Was willst du? Was willst du? Der will Stress haben mit mir. Stress will der. So, ist hier noch jemand? Nee, hier ist keiner, sonst hätte der mich schon längst angegriffen natürlich. Ah, Rohstoffe. Das ist doch schön. Alter. Also täusche ich mich oder sind die Gegner auch hier wie im Original stärker als im Hauptspiel? Also, das ist, ja, toll, aber scheiße. schön, wenn sie sich ein bisschen am Original halten, aber trotzdem, ja, blöd. Oder ich bin einfach gerade ein bisschen zu dämlich. Kann auch sein. Wieder versetzt. Klingt, als bräuchte er Hilfe. La Campana. Él nos invoca.
Keine Sorge, Leon. Das erste Mal ist umsonst. Lass mich nicht warten, Luis. Signal verloren. Irgendwo in der Nähe des Dorfs. Kein gutes Zeichen. Das ist doch Mendes Gebiet. Er hat ein Haus dort. Da könnte ich mich mal umsehen. Mach das. Vielleicht kann ich von hier noch was rausfinden. Ich wusste, der macht Ärger. Mendes Haus durchsuchen oder besuchen, keine Ahnung, habe ich gerade nicht gelesen. Oh Gott, okay. Luis kommt nicht. Ja, shit. Ich kann mir schon denken, was passiert ist. Er wurde wahrscheinlich wieder gefangen genommen. Und Leon wird dann auf ihn treffen, würde ich mal sagen, ne? Würde ich mal tatsächlich so sagen. Okay, können wir noch... wir müssen hier sogar lang. Oder können wir auch hier lang? Weiß ich gar nicht. Doch, wir können auch hier lang, ne? Wir könnten theoretisch auch wieder zurückgehen. Obwohl, die ganzen Dorfbewohner sind ja hier auf dem Weg, oder? Boah, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ganz crazy. Guck mal, aber hier, da wir jetzt mit Ada spielen, können wir auch mal hier hoch, ne? Ah, oh, cool, ein Rubin. Ashley. Ist doch Ashley. Oh, man hört die heulen, Alter. Boah, wie ich das sage, man hört die heulen. Alter, das ist aber ein cooles Detail. Wenn man hier nach oben geht, dass man sie dann hört. Also, ja, natürlich ist sie nicht glücklich. Das ist natürlich klar. Aber von so einem Fenster aus sieht man die nicht, ne? Ne, sieht man nicht. Okay. Weiter können wir auch gar nicht hoch, glaube ich. Ne, ich glaube nicht. Schade eigentlich. Schade, schade. Okay. Dann würde ich sagen... Gehen wir zurück. Oh nein, da kommen doch bestimmt gleich die ganzen Dorfbewohner. Oh oh. Scheiße, ich wusste, die kommen. Das sind einige. Das sind viele. Wenn die mich erwischen. Geht weg. Geht bloß weg. Das sind nämlich einige. Ja, geht zur Kirche. Geht zur Kirche und betet. Boah, dieses... Boah, was ist das? Gehen die jetzt wirklich da rein? Nee, das Tor ist ja verschlossen. Ich sollte trotzdem lieber gehen, oder? Ne, die bleiben jetzt einfach davor stehen. Okay, lassen wir die da stehen. Wir kümmern uns um unseren Kram. Schnell hier weg. Schnell hier weg. Hallo? Schön weitergehen. Ihr wollt doch nicht zu spät kommen. Alter, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, die sehen mich. Aber nee, die sind viel zu sehr abgelenkt. Von dieser Glocke. Ach du Scheiße. Boah, was war das denn für ein gruseliges Detail? Das war creepy. Oh, der Händler! Hey, Fremde, was kann ich dir anbieten? Interessanter Ort für ein Geschäft, Fremder. Tja, und interessante Ware.
Na dann, unser erstes Geschäft. Ich bin sicher, es wird ein unvergessliches Ereignis. Davon bin ich überzeugt. Fremde. Wie geil. Okay, warte mal, dann können wir doch mal eben unseren Schatz hier kombinieren, wenn wir so viel haben. Ja, so viel haben wir auf jeden Fall. Ach, bin ich doof. So, einmal umdrehen, bitteschön. Nice. Oh, willkommen. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Willkommen. Oh, der Händler. Schön, dass er in Separate Race DLC in auch vorhanden ist. Bringt dir dein ganzer Krempel die Fremde. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Fremde! Guck mal, selbst diese na, gleichen Wörter, was kann ich für die wurden neu vertont. Jedes Mal, wo das Wort Fremde mit hinzukommt anscheinend. Das ist ja mal geil. Okay, was können wir irgendwas Cooles kaufen? Ja, Koffererweiterung. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Das glaube ich sofort. Gehört dir, Fremde. Oh, eine abgesägte keine Ahnung was. Aber das ist doch diese Schrotflinte, die Ada auch im Original hat. Ey, die will ich haben. Klein und handlich, als wäre sie für dich gemacht worden. Geil. Und, oh ja, und den Laservisier, warum nicht? Gehört dir, Fremde. Danke, Fremder. Okay, warte mal. Achso, Tades mal. Nee, will ich nicht. Warte mal, kann ich, ja, tunen. Ich will die Schrotflinte tunen, oder? Ja, will ich die Schrotflinte tunen oder die Pistole? Deine Waffen sind bei mir in guten Schrot. Händen. Kein hier, wie du es haben wolltest. Danke. Oh, das Messer ist kaputt. Scheiße, das ist natürlich doof. Hätte ich überlegen müssen. Egal. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Weiß ich nicht. Oh nein, alle blauen Medaillen. Wir haben den Auftrag irgendwie nicht erfüllt. Bitte. Wo wir unsere Ware her haben. Glaub mir, das willst du nicht wissen. Nicht? Warum nicht? Na dann, geh und misch sie auf. Ich bin sicher, das kann ich. Ja, Mann. Oh, geil, jetzt haben wir auch unsere Schrotflinte. Warte mal, ich will die ausrüsten irgendwie. Schnell zum Griff. Ich will die hier haben. Und das kommt dann einfach... hier hin. Genau. Das ist doch schön. Geil. Bin ich mal gespannt, wie diese Schrotflinte hier so drauf ist im Remake. Ob die sich ein bisschen besser und cooler anfühlt als im Original. Also generell, im Original konnte man ja die Waffen nicht mal ausrüsten, die Ada hatte, ne? Also, ausrüsten. Die konnte man nicht aufwerten, nicht aufleveln. Clemens Appel, okay. Mein Meister. Wenn ich es mir recht überlege, war es seltsam, dass, Isidro, keine Ahnung, mich einfach gehen ließ. Seit mich das Ungeheuer in der schwarzen Robe mit etwas beschoss, fühle ich mich sonderbar. Ich habe begonnen, Dinge zu sehen, habe Visionen, der Himmel selbst erscheint wie aus einer anderen Welt. Und dann kommt diese Kreatur, doch auf einmal sind es viele Hunderte. Mein Gebieter, bitte, ich flehe euch an. Sag mir, gibt es einen Weg, diesen Grauen zu entkommen? Oh shit, ja, das hatte doch Ada. Ada hat dieses Geschoss an diesen kaputten Heini. Von diesen Typen mit der Robe bekommen. Also von diesem anderen Verdugo, sage ich mal so, ne? Ah, geil, guck mal, hier. Da ist ja noch was. Sehr schön. Ah, cool. Ein Seidenkristall. Oh, Saddler. Saddler, der Anführer des Kults. Der Imperator aus Resident Evil 4. Anstatt auf Star Wars. Genau. So, okay. Dann haben wir erstmal... ich wollte gucken, ob ich irgendwas hier... Ach doch, ich bin doch ein Held. Warte mal. Hier, das kann ich doch auch hier so machen. Genau. Wie man es halt ursprünglich klassisch immer macht im Original, ne? Was war das denn? Hey da! Was war das? Okay. Raus aus dem Dorf. Ey, raus aus dem Dorf. Rein in das Dorf!
Wie? So leicht gibst du nicht auf, was? Ach du Scheiße! Warum du? Mal wieder! Junge! Was ist falsch mit dir? Hast du keine Erziehung genossen? Geh weg! Nein, 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 das lässt du sein! Komm! Angriffe parieren! Haben Sie ein Messer? Habe ich nicht, glaube ich. Doch, kann ich wohl! Haha! Ah, das war nicht gut! Alter! Junge, das war überhaupt nicht nett von dir! Wow! Der Verdugo! Kannst du dich mal verpissen? Dankeschön, das wäre nett! Hallo, guten Tag! Na, komm mal her! Hol dir Kugeln ab! Alter! Was ist falsch mit dir? Nein! Oh, scheiße, mein Muni ist leer! Schrotflintenalarm! Bäm! Ja, Mann! Kick! Das scheint was zu bringen. Sehr nice. Ja, was? Wo bist du? Hallöchen. Bam. Und... Ah, das wird nicht gut. Na, komm her. Och nee, Alter. Das ist doch wieder... Geh weg! Ah, oh, shit. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Oh. Bleib weg von mir! Alter! Was falsch mit dir? Komm! Hol den Kick ab! Alter! Der Nebel, er wird dichter. Ja, und was soll das bedeuten? Wow! Ich hab ein Problem, glaube ich! Ich hab Angst! Alter, mein Messer ist tot! Geh down! Wow, was? Bam! Get down! Was war das denn? Tschüss! Ah, oh nein! Ich bin fast down! Alter, was ist denn das? Nein! Wow! Nein, 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 lass mich bitte in Ruhe. Kann ich nicht irgendwie was machen? Gegen den? Ah! Ich bin bald tot! Nein! Oh, scheiße, ich bin gleich wirklich tot. Ich bin gleich tot. Das ist nicht gut. Nein, auf mich! Nein! Ah, shit. Schnell! Oh, Heilung, Heilung, Heilung! Heilung. Oh, geil. Warte mal. Benutzen. Und benutzen. Yay. Ah, oh, ich kann Muni herstellen, ich Depp. Flip-Munition, oh yeah. Auf jeden Fall. So. Jetzt ist genug. Bam. Was ist nur los? Okay, weiter zu Menders Haus. Auf jeden Fall.
Männers Haus aufsuchen. Oh shit. Leute. Oh. Riecht nach verbranntem Fleisch. Das weckt keine schönen Erinnerungen. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Alter. Was für ein Kampf nochmal gegen diesen Verdugo. Alter. Boah, ich war beinahe tot. Ey. Das war mal gar nicht gut. Das war mal so gar nicht schön. So gar nicht, gar nicht. Okay, oh, hier ist schon alles eingestürzt. Da hat wohl der Kettensägenmann hier, der Dr. Salvador, seine Wut rausgelassen. So wie es hier aussieht. War das hier vorher auch schon? Ich kann mich zumindest im Hauptspiel nicht an sowas erinnern. Warum ist hier alles zugestellt? Das war im Hauptspiel aber nicht so. Okay, erstmal hier umschauen, bitte. Erstmal alles gucken, alles looten, was es hier zu looten gibt. Alter, das ist doch... Kein Bedarf. Ja, habe ich auch keinen Bedarf. Bin ich ganz deiner Meinung, Ada. Bin ich ganz deiner Meinung. Okay. Wow. Okay, hier kann ich ja auch raus wieder jumpen, wenn ich will. Oh, hier ist eine Granate. Danke. Oh, das finde ich ein bisschen schade hier. Im Original gab es nämlich auch so ein schönes Detail. Da kam man am Anfang des Games auch im Dorf und da konnte man die Schrotflinte von Leon auch noch sehen, wenn man zuvor in dieses Haus reingegangen ist, anstatt in das andere da drüben. Da konnte man die Schrotflinte von Leon hier an der Wand noch betrachten und dann sagte Ada sowas von wegen, ja, das lasse ich mal lieber für Leon, so eine Art. Ja. Ach so, man kann hier nur wieder hochjumpen, wenn man will. Ach so. Schade, ich dachte, man könnte aufs Dach raufjumpen. Das dachte ich ja, aber anscheinend doch nicht. Okay, ist ja ganz okay. Ist ja nicht weiter schlimm. Ist ja... Ja, kann man mitleben. Okay, hier ist nichts. Okay, ich würde auch gleich mal einfach sagen, dass wir den Part auch beenden. Der Part ist ja... schon recht lang wieder. Wie schnell diese Zeit vergeht. Aber gut, ich tröde auch ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ne? Also, Let's Play Markus. Schöne Grüße, falls man dieses Video hier sehen sollte. der war im zweiten Part, glaube ich, schon weiter als ich. Ich tröde auch zu viel rum. Bin ich ganz ehrlich. Igitt. Igitt. Ja. Ja, das Essen ist aber auch neu. Das haben die hier neu hingestellt, ne? Haben sie neu gekocht, ne? Könnt ihr mir nicht anders erzählen? Könnt ihr mir noch nicht erzählen, dass das schon länger hier rumsteht? Wo Leon hier war, stand das nicht rum. Da spart das noch nicht dort. Ach, guck mal, wir können schon hier die Tür öffnen. Das ist doch mal cool. Das ist doch mal nice. Ah, guck mal, hier ist die Truhe. Guck mal, wir looten schon alles, ne? Und können hier die Tür öffnen, aber wenn Leon das nächste Mal hier ist. Dann ist die Tür wieder zu. Ja, Logik im Videospielen sollte man nicht immer hinterfragen. Das sollte man natürlich nicht, ne? Das ist ein Fehler. Also ein Fehler, den man machen kann, wenn man jede Logik zumindest hinterfragt. Das kann einen sonst ein bisschen auch das Spiel versauen, wenn man sich auch zu sehr da irgendwie hineinversetzt. Zu sehr, zu doll. Was stöhnst du hier so rum, Ada? So anstrengend ist es doch nicht. Okay, doch. Könnte ich mir vorstellen, dass es doch schon ein bisschen anstrengend ist, ne? Durch Fenster zu jumpen. Ist ja auch eine ordentliche Sportart, ne? Würde ich mal sagen, ne? Also das kann nicht jeder. Ich könnte es, glaube ich, nicht. Hier ist alles zugestellt. Oh, das ist schon kaputt. Sehr schade. Oh, was hier? Ah, grünes Kraut. Danke. Dankeschön. Das ist doch nett. Okay. Was ist hier noch so drin? Ah, hier waren wir noch nicht drin. Da ist noch eine Kiste. Und Cash. Sehr schön. Ja, Leute. Dann haben wir im Dorf hier alles abgesucht, abgegrast. Hier, boah, wie verlassen hier auf einmal alles ist, ne? Ah, das ist doch schon heftig. Leute,
Dann würde ich aber sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ich bedanke mich dann wieder bei euch herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Part bei Resident Evil 4 Remake Separate Ways. Bis dann. Ciao.